Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Let's Play Together Pokémon Blatt Grün. Ich bin Semni und wir sind irgendwo, wo ich nicht weiß, wo wir sind. Bill. Hallo Silvio. Bill? Ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Walter, das ist mein Freund Silvio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Silvio, das ist Walter, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Chef. Da hätten sie jetzt ruhig mal auch aufstrebende Trainerin sagen können, ja, trotz des Namens. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Ja, hallo. Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment, no? Ja, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich helfen? Walter, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der eine Spielhalle betreibt. Er hat ein Faible für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Also nimm den Meteoriten von Bill. Walter, pack Meteorit in Basis-Item-Tasche. Walter, nimm dies mit, wenn du nach einem Island 2 gehst. Tripass. Ja, es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte wurde erweitert. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen Gruß von mir aus. Wir sind auf diesen Eiländern, die ich ehrlich gesagt nicht so sonderlich toll finde. Also es ist schön, dass sie das erweitert haben, aber ich weiß nicht, die sind komisch. Ach hey, wohin soll es gehen? Island 2, bitte. In Ordnung. Lass los, Seesprint Tempo 2. Soll das der Name des Schiffes sein? Oder ist das sowas wie Warp-Geschwindigkeit? Ist das so Warp 9? Gut, dann laufen wir hier mal ein bisschen lang. Was willst du denn? Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Hier unten. Wenn wir Zerschneider hätten, könnten wir ihn hier einsetzen, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Mauzi zu wechseln. Dieser Mann dort ist von Prismanes Idee hergezogen. Er hat mit seinem kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf er sich einlässt. Denn hier wohnen fast keine Menschen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Wir haben erst vor kurzem unsere Öffnung gefeiert. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Kaufen. Das nennt man nicht klein, das nennt man gar nichts. Entertainment und Snacks. Action pur in der Spielhalle. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Wow, hier sieht es jetzt richtig nach Action aus. Wo ist Irma heute? Genau diese Zeit. Genau um diese Zeit bringt sie mir mein Mittagessen. Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte ja vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was? Die Arme. Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte such sie auf Island 3. Bitte such auf Island 3 nach ihr. Das ist die Spielhalle. Wie tief kann man noch sinken, diese Narren? Sie sagten, sie würden auf der Insel warten, also wo sind sie? Hey du, ist das hier nicht das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du das aus dem Bett kriegst, du. Gut, das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Hä? Oh, hab ich dich. Diese Inseln sind verwirrt. Sieh dir das nur an. Dieser Halodri. Boah, aus welchem Jahrtausend stammt denn das? Hat meinen Teppich abgenutzt. Also hier sieht es auch nicht wirklich nach Spielhalle aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Gut. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumgeschickt. Ich gucke das mal kurz, was ist hier oben? Kapkante. Hier sind diese Pokémon, da ist Wasser. Nee, dann muss ich da wohl erstmal nicht lang.
Hallo, Dri. Boah. Ahoi, wohin sehen wir? Island 3, bitte. Seesprint Tempo 2. Mit Lichtgeschwindigkeit geht es voran. Wollt ihr? Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Töff, töff, töff. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, daher muss ich die Geräusche selbst. Er hat keinen Motor. Hey ja, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Mhm. Hey du, wie geht's dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum? Ich suche nach Gold. Denn man hat mir gesagt, dass ihr seid das gelobte Land, die neue Welt und alles würde hier mit Gold glitzern. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Mhm. Toller Plan, mein Junge. Den hätten sie sich auch sparen können, jetzt mal ehrlich. Yippie! Von diesen Tagen gehört die Insel uns, denn wir haben Motorräder. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Herrscher sind. Seltene Edelsteine werden hier ausgestellt. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Liest hier jeder nur über Pokémon? Gott, was für eine langweilige Welt. Hilfe. Alles Biologen. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade hier angekommen. Was soll diese feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nee, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Puh, hier ist fast ein Schimpfwort genutzt. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Grrr, du Feigling, im Rudel so stark. Ja. Was glotzt du so, hä? Das ist doch nicht sehr höflich. Hast du vielleicht etwas zu sagen? Ja, hab ich. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Sehe ich nicht so. Biker Schläger. Ist das sein Name? Weil wenn der Schläger heißt, würde, fände ich das mal saugeil. Das wäre der absolute Knaller. Hallo, wie heißen Sie? Ich bin Biker Schläger. Oh, Hilfe. Da muss ich ja glatt husten. Wow. Wow. Ganz entspannt, Junge. Ganz, ganz entspannt. Oh, wir wollen hier keinen Ärger, ja? Also, ich will es zwar platt machen, aber ich will keinen Ärger. So, dagegen kann man doch glatt mal den guten Cody nutzen. Komm zurück. Und ich bin ein Slimer. Da verschwinden wir wohl besser schnell. Und ich merke schon wieder, es ist Pokémon-Zeit. Ich laber Scheiße. Ach Gott. Nee, komm, nicht da, nicht sowas. Aber wenn wir treffen, was soll's. Cody hält 712 Erfahrungspunkte und Biker Schläger wurde besiegt. Was ist das für ein Kind? Ich glaub's ja nicht. Ich bin Biker Schläger, Mann. Ah, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du sollst auf unserer Seite sein. Ich habe sogar ein Fahrrad, aber das heißt ja nicht viel. Nee, die heißen alle Biker-Schläger. Schade, das wäre zu geil gewesen. Ich hätte das cool gefunden. Warum kann der nicht Biker-Schläger heißen? Und andere Biker-Jochen. Das wäre doch auch cool gewesen. Oh nein, nein. Da sie ja Bandenmitglieder sind, geben sie ihren Namen auf. Ach, Mann. Ah, Mann, wieso muss das so lange dauern? Wieso muss ich immer zwei Attacken für die Viecher brauchen? Na gut. Smogons Verteidigung war ja jetzt relativ knorke, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja. Biker Schläger sieht. Hör auf, herumzualbern. Hey, einfach. Ja, komm, hör auf. Ich gebe dir sogar Geld, damit du aufhörst. Was ist los mit dir? Worüber regst du dich so auf?
Du bist sowas von uncool. Ja, ich weiß. Ich sitze hier vor einem Bildschirm, laber Leute dicht und spiele Pokémon. Wir haben den Boss die her eingeladen. Ah, du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Nein, ihr habt euch lächerlich gemacht mit euren pinken Irokesen. Die hier braun sind. Slimer. Du alter Schleimer. Triplette. Gut. Das stimmt. Ich muss auch gerade denken. Ich habe jetzt mal die Parts, die mir noch von Cliff gefehlt haben, außer dem neuesten natürlich, mal nachguckt. Ja, ich weiß auch nicht. Was kann sonst noch Triplette? Was? Du musst ja was gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Da musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Wird gemacht. Wow, ein Deutscher. Glatzkopf Paul, was sage ich? Es ist ein Deutscher. Smogmog. Ja, wenn schon wieder Smogmog. Ja. Smogmog. Wenn Smogmog noch ein Gesicht hätte, würde es auch Treblätter können. Es besteht ja schon aus drei Teilen. So. Ja. Da fehlte gerade die Animation. Also ich weiß nicht, ob sie auf der Aufnahme drauf ist, aber mir fehlte gerade diese schwarzen Schlieren fehlten gerade. Das finde ich äußerst irritierend. Wow. Und sind wir zu Slimog. Ja, gegen Slimog möchte ich etwas anderes einsetzen, denn da haben wir ja so einen guten Freund bei uns. Er nennt sich Cody. Also ich nenne ihn Cody, er nennt sich... Sein Dame. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade geklungen haben muss für euch. Denn ich höre meine Stimme ja anders, das kennt man ja. Also man klingt für sich selbst ja ganz anders. Ich klinge für mich übrigens tiefer und weniger dumm. Wow. Wow. Nice one. Oh, ja, ich finde, es ist gar nicht so eine schlechte Wahl gewesen mit dem Sander. Ja, vermutlich wäre ein Rizzo aus dem Team stärker, aber ich hätte auch nicht gewusst, was ich sonst reinnehmen soll. Paul wurde besiegt. In Ordnung, genug. Verschwinden, wie gewünscht. Mann, reg dich ab. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Das war so nicht geplant. Geh nur und häng mit diesen Typen ab. Hallo Typ 1. Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oh, deine Pokémon wurden von mir verletzt. Top Genesung. Du hast wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Die zwei, die ich gesehen habe. Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst Irma? Die irrt da hinten rum. Es ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Gut. Wir haben gar nicht mehr so lange. Das zieht sich jetzt ziemlich hin, wie ich feststellen muss. Weil man ja durch das Hin- und Herlaufen und dann so viele Kämpfe hintereinander und dann habe ich natürlich nicht alles one-hitted. Das rechnet sich. Muss man mal so sagen. So. Oh, guck mal, da ist ein Dodo. Ich trainiere mein Dodo im Bärenfrost. Sobald es sich entwickelt, spiele ich auf Island 2. Hier brauchen wir schon wieder Zerschneider. Bundbrücke. Beim Überqueren bitte Ruhe. Ja, Beutel. Top Schutz. Denn, ungeschützt ist nicht gut. Kinder. Wir zeigen dir unsere Lieblings-Pokémon. Wahaha. So, ich würde einfach mal sagen, eine Herausforderung sind Ute und Ida. Ihr seht auch schon aus wie Ute und Ida. Und bevor ich mich noch weiter verschlucke und heiser werde, dann gebe ich jetzt einfach schon mal einen Cliff ab. Er kann den Doppelkampf machen. Das macht ihm vielleicht Spaß, vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Also wie gesagt, viel Spaß bei Cliff, viel Spaß auch bei diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Part. Und auch bei unseren anderen Videos. Man sieht sich. Auf Wiedersehen.